Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum nächsten, etwas längeren Rennen. Herzlich willkommen zum Rennen aus Dubai. Das ist das letzte Rennen dieser Serie, also für diese ganz, ganz kurze Serie, bestehen aus zwei Rennen. Deswegen auch die lange Renaissance von 20 Minuten und nicht wie in der am Montag schon, die bei 10 Minuten war. Ja, gut, gehen wir rein ans nächste Rennen. Qualifying, eine Stunde brauchen wir nicht. Einführungsrunde, ja gut, wir können es leider nicht unterstellen. Ich gucke gerade mal Interesse halber nur. Vier Stunden ist die längste Renndistanz. So, Nebel. Ui. Das macht es ja richtig interessant. So, ja, wir haben wieder Trainingszeit eine Stunde. Dann gucken wir uns die Bedingungen mal an und das macht es nicht einfacher, wenn man das gerade so sieht. Gott sei Dank ist es nicht so mega hartnäckiger Nebel, aber trotzdem macht das nicht einfacher. Also es ist mir viel Konzentration jetzt gefragt. Gut, dass ich die Strecke ein bisschen kenne. Aber es geht, man sieht halt einiges. Ja, offiziell eine Stunde. Die brauchen wir nicht. Wir fahren 5 Minuten. Weil, ja gut, sonst wäre. Du könntest das ganze Wochenende auf richtig Zeit ausdehnen, aber ich. Warum auch? So, jetzt fahren wir 2 Röntchen. Oh, danke schön, dass ihr zwei da auf Kuschelkurs seid und mir Platz macht. Das ist sehr, sehr nett von euch. Das nehmen wir auch direkt mit. Anders ein Geschenk. Ja. Mal gucken, wie es heute mal ausgeht. Können wir hier wieder mit unserem Team überraschen, mit unserem Teamkollegen? Oder sind wieder andere gefragt? So. 58 Minuten. Ich hoffe, dass das Wetter am Rennen doch ein bisschen besser wird, als das jetzt hier im, in der Quali der Fall ist. So, dann sagen wir mal auf die schnelle Runde. Mal gucken. Und danach gucken wir mal, weil danach die Waves hier mit überfahren angreifen können. Oder ob wir dann nochmal eine komplett neue Serie kriegen. Aber ich weiß, das war der Fall, dass wir die noch, diese. Hau ab. Ja, der will aber. Der ist hartnäckig. Der will uns nicht freiwillig sein Plätzchen lassen. So, diesmal haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn schon eingebremst. Und das ist, glaube ich, auch das gleiche Team, wo wir auch schon mal gefahren sind. Das
Monster Racing Team. Respekt, wenn die Gegner also alle gegenhalten könnten, wäre das super. Und dann habe ich ihn dann doch bekommen. Ich glaube, wir fahren eh nur wirklich eine Runde, einige Zettel runter. Die muss passen. So funktioniert das schon mal nicht. So funktioniert das Ganze schon mal hier nicht. Ja, die Bedingungen sind nicht einfach, definitiv nicht. Gut, dass es kein Nacht und Nebel ist dabei. Also eine Nacht- und Nebelaktion. Spaß. So, als 57 sind wir schon mal gefahren. Ah, komm. Zum Ende springt es, dauert es immer zu ewig. Es reicht. Die Zeit. Gut. Ja. Unser Teamkollege auf 6 nur. Da steht noch ein anderes Fahrzeug. Habe ich das richtig gesehen? Das ist noch ein GT3-Fahrzeug drin steht? Naja, 5, okay. Die fahren nämlich ihre eigenen Serie. Okay, ich und meine große Klappe. Wir sind tatsächlich im Dunkeln, also in der Dämmerung eher. Ich glaube aber, der Nebel ist weg. Ja. Eieiei, hier ist ja Wasser ein Getümmel. Okay, das wäre nicht wärmer gewesen, wenn der weg gewesen wäre. Ich hätte jetzt meinen Teamkollegen erwischt, aber der hängt nur auf 5 und auf 4 jetzt vor mir. Oh, schön durchgezogen. Sauber gemacht. Gutes Manöver. Jetzt holt er sich den nächsten. Komm, den kriegst du noch. Der hat sich gewehrt. Ja, komm, dann muss ich ihn überziehen lassen. Das war knapp. Dann habe ich ihn aber überholt. Tschüss. Ja, das ist natürlich jetzt dumm, dass ich jetzt natürlich warten muss, bis die da irgendwann mal durchziehen. Jetzt muss ich mir natürlich den ersten wieder einfangen da vorne. Da muss ich den ersten wieder einfangen. Komm mal her, mein Freund. Auch eindrucksvoll. In der Nacht. Ja, der möchte. Der hat Bock. Der will das Ding hier gewinnen. Natürlich, klar. Warum auch nicht? Ist ja vollkommen legitim. Warum auch nicht? Soll er ja. Ist ja. Alter. Der will auf jeden Fall auch. Der ärgert mich gerade ein bisschen. Das wird eine harte Nuss werden. Die halten jetzt gerade richtig gegen die Gegner. Okay. Ja,
Ich aber hier nicht. Ne? Ja, zumindest haben wir jetzt wieder ein vor uns. Ach, wie sie mich verarschen. Ich glaube, darf definitiv alle anderen als Erster werden. Okay. Nochmal, wir haben Gegenwehr. So, wir sind jetzt gleich in Runde 3. Also, wenn sie mal kommen, wir mal wieder ordentlich ran an die Leute. Ich will ja natürlich gerne meinen Teamkollegen da vorne wegblocken. Freiblocken, dass der zumindest auf 2 ins Ziel kommen soll. Jetzt muss ich natürlich erstmal vor Bayern nehmen. So, den habe ich schon. So, das haben wir erreicht, was ich haben wollte. Ich wollte mich auf 2. Und dann dem Kollegen. Auf 1 und 2, jetzt sind wir vorne weg. Puh, was eine Arbeit. 14 Minuten haben wir noch. Noch ein gutes Stück zu fahren. Also, was haben wir gefahren? 13 Runden oder 12 Runden? 13 Runden haben wir, glaube ich, gehabt. Mal gucken, wir sind jetzt in Runde 3. Ich wollte gerade sagen, fängt das nicht an zu regnen jetzt gerade? Nein. Wir sind jetzt gleich in Runde 4. Nicht jetzt. Ich habe noch 13 Minuten. Na dann sind wir uns momentan 2 Minuten. Okay. Dann sind das jetzt noch 7 Runden. 6 oder 7 Runden. 7. Ich schaffe es jetzt mal auf 11. Sie verarschen. Oh, das ist richtig lustig. Nacht, Regen und im Qualifying noch der Nebel dabei. Also wir haben hier wirklich die Rolle. Heute haben wir wirklich alles geboten. Also das wollte ich gerade anmerken. Tatsächlich, es gibt tatsächlich leichten Regen. Ich hatte eh Vermutung, dass es gerade anfängt zu regnen. War nämlich leichter Regen. Aber ja, es wird definitiv nicht einfacher werden. Dann wahrscheinlich auch schön in die Box gleich noch. Und mal einen neuen Satz Reifen holen. Also, wenn der Regen kommt. Ich
Du schneeriger Mauerschund. Wir haben noch 11 Minuten 20 vor uns. Also nur hat was mehr als die Hälfte. Wir haben die erste Runde unter 2 Minuten gepackt. Jetzt 58 mittlerweile. Also ja, geht noch 2 Minuten pro Runde aus. Dann sind wir bei jetzt noch insgesamt 6 Runden. Wenn der Regen kommt, wahrscheinlich sogar nur 5. Aber momentan noch keine Anzeichen, dass es irgendwie anfängt zu regnen. Ich habe meine große Klappe, da kommt er nämlich schon. So ganz, ganz leichte Tröpfchen sind schon gerade runtergefallen. Ja, ihr seht es auch. In der Kurve war nämlich ganz leichter Regen. Ja, und ihr seht den Reh, jetzt kommt er auch. Uiuiui, das müssen wir jetzt natürlich ein bisschen anders timen. Ich wollte gerade sagen, doch kein Anzeichen von Regen, aber in dem Moment genau kommt er auch. Ja, die Frage, sollen wir hier schon auf Regenreifen gehen? Letzte Minute, letzten 10 Minuten. Aber ich hoffe, wenn der Regen jetzt wirklich anfängt zu stark, zu stärker zu werden. Müssen wir tatsächlich mal. Das könnte. Wir haben, wie viel haben wir? 15 Sekunden. Na gut, das kommt. Wir riskieren. Wir gehen auf Regenreifen. Oh, die dauert. Haben die uns überhaupt jetzt die Reifen gewechselt? Du das auch. Boah, Alter. Haben die uns jetzt tatsächlich, haben die uns die Reifen jetzt gewechselt oder haben sie es noch nicht gewechselt? Sah nämlich nicht so aus, ne? Zeit. Gegen habe ich es gegen wir haben. So, auch mal ein leichtes Andütschen. War auch kein. Mein Ziel ist nämlich erreicht. Mein Ziel ist es, dass wir momentan jetzt wieder auf 1:2 fahren. Nur 7,5 Minuten. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich fände nicht hinten, wie ich ihn jetzt hier hole. Ja. Locker Problem. Ohne Problem ist vorbei. Okay, der fährt auch weiter. 7 Minuten noch. Ne?
Jetzt fängt es aber richtig an zu regnen. Jetzt könnte noch ein. Oh, ja, 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 ja. Das macht es definitiv nicht einfacher. Aufpassen hier. Jetzt ist alles nass. Ich merke gerade zumindest, dass es jetzt anfängt richtig zu rutschen. Ja, wir werden danach wechseln müssen. Weil eigentlich müsste auch die komplette Konkurrenz noch in die Box. Ja, merkt er gerade einfach, das ist 5 Sekunden. Ja gut, nochmal 15, bevor ich in die Box bin. Das war aber ticken zu früh, da hat er nämlich gar nicht gewechselt. Ja, ich muss echt mal aufpassen hier auch mit dem Pad jetzt gerade. Das ist alles andere als ideal. Ja, wir kommen noch ins Bremsen rein in die Kurve. Gut, dass wir alle dieselben Bedingungen haben. Merkt einfach, dass die Reifen auch mega am Durchdrehen sind. Wie das jetzt durch die Boxengasse kommen. Ja, und es wird jetzt tatsächlich auch den einen oder anderen Wechsel hier näher auf den Reifen geben. Wir haben noch 4 Minuten. Vorwärts, vorwärts. Wir sind alle jetzt in der Box. Das ist jetzt auch Katastrophe. Das bringt jetzt auch gar nichts. Irgendwie noch zu spekulieren, zu sagen, komm, irgendwie noch durchzufahren, irgendwas zu reißen, zu retten. Nein, das bringt es nicht. Dann nutzen wir das jetzt einfach mal mit. Jetzt wechselt ihr auch die Reifen. Einer, ja gut, also Teamkollege will natürlich vor, bleibt vor. Ist das der Kollege? Nee. Haben wir Minute 55 Rückstand auf die Spitze? Auf 3 liegen? Aber ich glaube, dass keiner von denen noch. Ich glaube, dass die beide noch nicht in der Box waren. Jetzt sind 8 Sekunden, okay, jetzt ist aktualisiert. Ah, du willst mich jetzt verarschen, oder was? Ja, jetzt kommen wir nämlich auch deutlich besser auf der Strecke, klar, als alles, was da jetzt kommt. Nur ich rette dann vorher meinen eigenen Arsch, bevor ich den von dem anderen rette. Und da vorne ist der Führende. Das ist der Teamkollege. Wir haben noch 2 Minuten 40. Frage, wird der jetzt versuchen, tatsächlich auf den Trockenreifen durchzufahren? Ja, was will er machen, ne? Er kann nichts tun. Er kann mit den Trockenreifen überhaupt nichts gegen mich tun. Wir sind eine Runde zu früh drin eben. Aber es reicht Gott sei Dank, um wahrscheinlich den Sieg rauszuholen. Aber was für ein Chaos ist das denn? Ja, diesmal werden nicht so viele berunden wie eben. Ja, ich gehe mal von einer Runde danach noch aus.
Dann sind wir bei 9 am Ende. Gut, die Strecke ist auch was länger als eben. Warum trocknet schon? Eine Runde haben wir dann auch noch. So, hoffen wir mal, dass wir hier mit beiden Autos vorne wegfahren können. Ja, das ist gut so. Einfach mal ohne Probleme vorbei. Das ist auch gut so. Das ist auch sein Job jetzt gerade gewesen. So, vor uns ist natürlich jetzt auch letzte Minute. Hab ich schon. Alles gut. Letzten 30 Sekunden. Jetzt gilt es nur noch einfach, das Auto heile nach Hause zu bringen und dann sind wir durch, Leute. Jetzt eigentlich auch gleich um den letzten Meter sein, weil die Zeit ist abgelaufen. Und dann haben wir es geschafft. 34 Sekunden Vorsprung, das reicht auf jeden Fall wahrscheinlich für doppelt. Die sind knapp beieinander, die Kollegen, ne? Die Kollegen. Ja, da hat er doch ein bisschen durch die Runde viel Zeit verloren. Uns ist mir gerade egal, die bringt ja eh nichts. Die wird eh nicht verbessert werden, die haben wir nämlich. Oh, da ist die Rübe auf 4 zurückgefallen. So viel zum Thema dazu. So. Na, da kommen wir mal zum. Die duellieren sich hier noch in dem. Schade, ich hätte sie gerne beide noch geholt. Ich habe sie nicht nur einmal kurz angetippt. Ah, es reicht nicht. Sogar 5 noch gefallen. Boah, der hätte richtig verloren. Der hätte richtig noch verloren auf die Plätze. Am Ende, auf den letzten Metern. Ja gut, der war gar nicht in der Box. Klar, dass er verliert. Der war überhaupt nicht. Der ist auf den Trockenreifen durchgefahren und verliert dann dadurch halt noch 3 Plätze. Das war auch sein aus der Traumie mit Platz 2, ja. Aber egal, wir haben es gewonnen. Wir haben unser Ziel geholt. So.
Egal, passt. Wir haben unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist erledigt. Wir haben beide Rennen gewonnen. Du hast die Serie erfolgreich abgeschlossen. Sehr gut. Dürfen wir jetzt auch die letzte Teil fahren, oder? Nö. Doch, wir dürfen. Oh. Er will da... Warte mal. Hä? Okay, mal irgendwie. Doch, wir dürfen tatsächlich hier diese Serie noch ansetzen. Weil die hätten wir, nämlich... Oder sollen wir die fahren? Ja, wir können die hören euch. Komm, wir fahren die noch. Ach, wir wollten. Hä? Okay, der will. Also will das doch nicht. Okay, dann haben wir die tatsächlich doch abgeschlossen. Ich dachte ja, okay, wir können die fahren. Gut, dann machen wir die nächste Serie weiter. Dann nehmen wir nämlich hier mit der Global Endurance Trophy. Das ist die nächste Serie. Aber dann, das erst morgen. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder mit dem nächsten Gruppe. Hey, und wir sind mal wieder zu Gast in Fuji. Als wäre das nicht das ebenso der Fall gewesen. Gut, warte mal. Das ist nur die eine Serie. Wir dürfen uns tatsächlich noch ein Team aussuchen. Und die Frage ist, mit welchem Team starten wir? Oh, die R18. Okay, das können wir theoretisch machen. Der hat 187. 210 kriegt der drauf, der Audi. Wir nehmen nicht einen der schnellsten Serienfahrzeuge. Wir nehmen eher einmal ein anderes Fahrzeug. Und ich habe mich entschieden für den Ford GT. Wenn er das zulässt. Dann gucken wir mal die Startnummern durch. Okay. Welchen nehmen wir denn? Team ist ja jetzt Jacke wie Hose. Ah, haben wir da was Schönes? Nehmen wir den. Ja, Vertrag bestätigt. Passt. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play FujiCast 2. Und dann sind wir wieder zu Gast in Fuji, wie vorher auch schon. Bis dann und tschüss.